Herr Titz, Sie haben auf dem Platz schon mit der Mannschaft geredet und ich nehme an, ja auch in der Kabine alle versammelt. Was haben Sie der Mannschaft in der Situation jetzt gesagt? Wissen Sie, wenn wir so wie heute so einen Tag haben in der Vereinsgeschichte, wo der Verein absteigt, was ja einen sehr negativen Geschmack hat, habe ich den Spielern aber trotzdem auch mitgegeben, dass ich ein Stück weit einen Stolz für sie empfunden habe, was sie die letzten 8 Wochen bereit waren zu leisten, wie sie rausgegangen sind, wie sie Fußball gespielt haben, wie sie sich dagegen gestemmt haben, wie sie es mit ihrer Art und Weise, wie sie aufgetreten sind. Und da ging es auch darum, dass wir uns auch hier wirklich würdevoll und vernünftig mit Anstand, Respekt von den Leuten verabschieden. Zur Saison 2018-2019. Es wird Ihnen ja möglicherweise nicht entgangen sein, aber der Hamburger Sportverein, das Gründungsmitglied der Bundesliga, 55 Jahre sind Sie dabei geblieben. Und dementsprechend ist das, meine Damen und Herren, ein geschichtsträchtiger Abend. Das erste Zweitligaspiel, dass sich diese Liga zumindest Stand jetzt wie ein neues Leben anfühlt. Also ich finde, das dokumentieren eindeutig die Fans des HSV vor diesem Spieltag. Das ist von der Anmutung her alles andere als zweitklassig. Das ist schon ziemlich groß. Weiterhin eine total dichte Atmosphäre. Kämpferisch geht's mitunter auch echt zur Sache. Selten unfair. Und tatsächlich, da wird was draus. Pollersbeck! Riesenparade! Riesenparade von Pollersbeck! Es ist eine besondere Saison. All das steht außer Frage. 55 Jahre nach 1866 Bundesligaspielen mal ein Zweitliga Auswärtsspiel. Nach Reihe im 16er. Und dann ist der Geschenk der Sandhäuser 1:0. 6,5 Minuten. Ist der Narei, der lockt ihm den Ball ab. Santos. Der war stark, der Freistoß. Der war ganz stark. Und wenn ihr es gesehen habt, macht Van Drangelen aus 2:0. Holpi! Und da ist das 1:0. Holpi auf Narei und genau 24 Minuten gespielt, 1:0 HSV. Ja, sogar! Und dafür ist er reingebracht worden. 2-3 Minuten nach seiner Einwechslung. Dieses schöne Kopfballtor. Und der HSV ist und steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals.